Wir haben für dich den nagelneuen NIO EL6 vorbereitet. Den zeigen wir dir heute von außen, von innen und gehen mit ihm auf den großen Testdrive. Das heißt, ihr erfahrt in diesem Video alles rund um den nagelneuen NIO EL6. In einem zweiten Video, ein paar Tage später, folgt dann auch eine Verbrauchsfahrt bei 100, 120, 140, 160 km/h. Wir machen den Ladecheck von 10 auf 80% und testen natürlich auch den Reisekomfort und die Assistenzsysteme auf der Autobahn. Damit du diese Videos auch in Zukunft nicht verpasst, würde ich dich bitten, einmal nachzuschauen, ob du Teil der Einfahr-Elektrisch-Community bist. Wir würden uns freuen, wenn du uns mit einem Abo unterstützt. Und jetzt geht's mal los mit dem nagelneuen NIO EL6. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne und wollen uns den nagelneuen NIO EL6 mal von außen anschauen. Und da erkennen wir das typische NIO-Design, was wir euch ja auch bereits im Video mit dem NIO ET5 Touring vorgestellt haben. Das Ganze jetzt mal in der SUV-Form und beim neuen EL6 serienmäßig mit Matrix-LED-Scheinwerfer. Das finde ich richtig klasse. Wir haben hier Air-Curtains, die Luft bestmöglich um das Fahrzeug lenken sollen. Und das kommt auch an, weil NIO es geschafft hat, dem Fahrzeug einen CW-Wert von 0,25 zu geben. Das ist für SUVs gar kein schlechter Wert. Und da ist, glaube ich, viel, viel Gehirnschmalz auch ins Auto reingeflossen. Ja, er kommt daher auf 245, 45, er hat 20 Zoll, sind eigentlich ganz schöne Felgen, die natürlich so ein bisschen eher der Aerodynamik überworfen sind als der Optik. Und was viele von euch ja spaltet, ist ja hier oben so ein bisschen die Kameratechnik plus der zentrale LiDAR-Sensor. Da gibt es ja viele von euch, denen das nicht so gut von der Optik gefällt. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, wie ihr das persönlich seht. Das wäre mal ein sinnvolles Feedback auch hier zum Fahrzeug. Ja, 360-Grad-Kamera ist an Bord. Wir haben auch hier für die Assistenzsysteme dann halt auch entsprechende Kameras, die hier in den toten Winkel scheinen. Wir haben versenkbare Türgriffe. Wir haben ihn hier in einer schönen Farbe. Steffen hat das mal recherchiert. Wie heißt die denn? Stratosphere Blue. Metallic ist das, glaube ich. Ne? Sieht sehr, sehr schön aus. Und haben hier so eine Zwei-Farben-Geschichte. Schwarz glänzend, dann mit der entsprechenden Farbe. Sieht äußerst schick aus. Und hier hinten in diesem großen schwarzen Element der C-Säule von außen verbirgt sich aber eine große Fensterscheibe, die Rundumsicht optimal verbessern soll. Das schauen wir uns natürlich später auch gemeinsam an. Ja, Haifischflosse, wisst ihr ja, bin ich kein Fan von. Hier ist in jedem Fall aber nochmal eine Kamera integriert, dann auch für das teilautonome und später vielleicht auch für das vollautonome Fahren. Das hat ja NIO vor. Und der Heckscheibenwischer, gibt es den oder gibt es den nicht, Steffen? Werden wir nachher sehen, aber ich sehe keinen. Doch, NIO hat den richtig clever hier oben in den Heckkanten-Spoiler integriert, als wenn sie immer unsere Videos schauen, wo wir ja darauf hinweisen, dass man den hier schön integrieren kann, weil so ist diese, ja, wie ich finde, schöne Optik mit dem durchgehenden LED-Leuchtband, nämlich nicht durch einen Heckwischer zerstört. Erinnert sogar so ein bisschen ans Porsche Cayenne, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also der Kenner kennt und weiß, dass es NIO EL6 ist, aber wer es nicht kennt, oder? Ja, der könnte fehlgeleitet werden. Genau, lass uns mal zu den Daten kommen, lieber Steffen. Wir haben nämlich hier 4,85 Meter Länge. Das kriege ich mit meinen Armen gar nicht herauf. 1,70 Meter Höhe, ich bin 1,85 Meter groß, also auch so ein richtig stattliches SUV-Maß. 1,99 Meter ist er breit und mit Außenspiegeln über 2,20 Meter breit. Das heißt aber auch, dass in vielen Baustellen, wo man nur 2,10 Meter Breite hat, er dann nicht auf der linken Spur gefahren werden dürfte. Ja, Radstand sind gute 2,90 Meter und wir haben hier dann auch in den Radstand das Akku-Pack verbaut. Da habt ihr zwei Optionen. Beginnen tut er ja ab gut 53.000 Euro momentan ohne Akku. Dann könnt ihr den 75 Kilowattstunden Akku dazu nehmen, der liegt momentan bei 12k, oder einen 100 Kilowattstunden Akku. Das heißt, da kommen dann nochmal 21k dazu. 75 Kilowattstunden bedeutet 70,5 Kilowattstunden netto und der 100 Kilowattstunden Akku bedeutet 90 Kilowattstunden netto Entnehmer. Das Ganze könnt ihr aber auch monatlich mieten. Ihr könnt das gesamte Fahrzeug monatlich leasen oder refinanzieren. Und es gibt auch von NIO ein ganz spannendes Akkumodell mit sehr, sehr charmanten Laufzeiten von ganz kurz bis ganz lang, ich glaube bis hin zu 60 Monaten, wo ihr dann so ein All-Inclusive-Paket bekommt. Unser Proband hat den 75 Kilowattstunden Akku verbaut mit 70,5 Kilowattstunden netto und hat hier hinten auf der Fahrerseite
seinen Ladeanschluss, der sich auch elektrisch öffnet. Das gehört, finde ich, zu einem Premium-Fahrzeug dazu. Mein alter Mercedes EQS war ja noch händisch zu öffnen. Ihr habt serienmäßig dreiphasig AC 11 kW an Bord und beim kleinen Akku DC mit bis zu 140 kW im Peak. Beim großen Akku sogar bis 175 kW im Peak. Ich glaube, beim NIO ET5 Touring haben wir sogar die 180 gekratzt, Steffen, da erinnere ich mich, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir den Rekord geholt. Genau, das heißt mit Markteinführung NIO EL6 Anfang, glaube ich, 2024 war es, wenn ich mich zurecht zurückerinnere. Da wurde halt auch ein zweites Akkumodul mit auf den Markt geworfen, was wesentlich schnelleres Laden ermöglichen sollte, sodass der 75 Kilowattstunden Akku als auch der 100 Kilowattstunden Akku dann deutlich unter 30 Minuten auf der Langstrecke geladen werden kann. Was elektrisch aufgeht? Geht elektrisch zu. So soll das sein und so funktioniert es auch beim NIO EL6. Noch gar nicht haben wir über das Leistungsvermögen des NIO EL6 gesprochen. Der hat zwei Elektromotoren, einen auf der Vorderachse, einen auf der Hinterachse. Zusammen natürlich dann auch Allradantrieb mit 360 kW, mit 489 PS und über 700 Newtonmeter Drehmoment, sodass er von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden beschleunigen soll. Das werden wir ausprobieren, Steffen, oder? Ja. Was für so ein SUV auch ein echter Hochleistungswert ist. Und er soll 200 km/h in der Spitze fahren. Das werden wir auch im zweiten Video ausprobieren, dann bei unserem Verbrauchsfahrt. Also ich bin echt mega gespannt, was NIO zu bieten hat. Ich hoffe natürlich, dass sie den Platz hier vorne auch zum Teil für einen Frunk nutzen können. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt, hier ist komplett Technik verbaut, der Elektromotor, vielleicht Ladeequipment, möglicherweise Klimaanlagentechnik etc. pp. Finde ich ein bisschen schade, weil wenn ihr mal zum Beispiel halt auch an den neuen Porsche Macan denkt, der hat ja auch einen Frunk verbaut, der Taycan hat einen Frunk verbaut. Also viele Hersteller, wie zum Beispiel auch Tesla, schafft es natürlich, den Raum auch nochmal für Ladeequipment zu nutzen. Das ist ja immer wichtig bei Schmuddelwetter, wenn es dann regnet, Matsch oder Schnee ist, dass man halt sein schmutziges Ladekabel nicht mit seinem Reisegepäck verbindet. Schön gedämmt, Haubenlüfter, das erwarte ich auch bei Premium. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich NIO Stahl Aluminium anhört, oder? Und 3, 2, 1. Satt. Viele von euch sagen zu Recht oder zu Unrecht, was interessiert mich ein Frunk? Ich brauche einen großzügigen Trunk. Und dieser Trunk hier im NIO, der geht selbstverständlich elektrisch auf und birgt dann 579 Liter Gepäckvolumen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Skoda Enyaq, wo wir aber hier dann einen schönen doppelten Ladeboden haben. Das heißt, hier drunter geht es dann auch nochmal schön tief hinunter, wo man dann beispielsweise Ladekabel und anderes Equipment verbauen kann. Und was NIO versteht bei Premium ist natürlich auch, hier alles schön mit Teppich auszukleiden. Das sieht alles mega, mega schick aus und gut aus. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eine tolle Geschichte. Und gerade auch hier vorne mit dem eloxierten Aluminium, dass man hier nicht rüber zerkratzt, finde ich richtig, richtig klasse. Was ihr machen könnt, ist natürlich auch entsprechend Kleiderhaken hier zu nutzen. Ich dachte nämlich, das wäre die Taste für die Rückbank, Steffen. Ja, scheinbar nicht. Ja, Pustekuchen, ne? Manuell, ja, hält frisch. 579 Liter könnt ihr dann entsprechend erweitern. Zum einen, indem ihr die 20% hier in der Mitte aufklappen könnt. Das ist ja wichtig mal für einen langen Gegenstand aus dem Baumarkt. Oder die Skier, wenn ihr dann in den Skiurlaub fahren wollt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, noch zusätzlich die jeweiligen 40% der Beifahrer- und Fahrerseite umzuklappen, sodass sich das NIO-Ladevolumen von 579 Liter auf über 1400 Liter erhöht. Das ist natürlich genial, weil so bekommt ihr auch den Kleiderschrank der Schwiegermutti hinein. Lass mich raten, was elektrisch aufgeht. Geht elektrisch zu. So soll es sein, auch beim NIO EL6. Und wenn euch das Gepäckvolumen von über 1400 Liter nicht reichen sollte, habt ihr schön hier in der schwarz glänzenden Dachreling die Möglichkeit, einen Dachgepäckträger beispielsweise mit einer Skibox zu montieren, wo ihr mit 75 Kilogramm Stützlast weiteres Gepäck bewegen könnt. Optional bekommt ihr auch, ich glaube, für gute 1000 Euro dann noch eine Anhängerkupplung. Die könnt ihr über das Display dann entsprechend ausfahren und einfahren. Da fehlt mir irgendwie hier hinten so ein bisschen die Taste, ne? Weil ich habe ja keine Lust, immer nach vorne zu laufen, oder? Ja. Genau, da wären natürlich auch federvorgespannte Rückbänke oder elektrische ganz nice gewesen, so im Premium-Segment, oder? Ein bisschen konstruktive Kritik, ja, vielleicht für die zukünftige Modellpflege mal angebracht. Genau.
Aber zurückzukommen auf die Anhängerkupplung, da habt ihr ungebremst 750 Kilogramm Anhängerlast und gebremst 1,2 Tonnen. Und da finde ich so ein bisschen den Kasus Knacktus für einige von euch, weil viele ja von euch Pferde ziehen wollen, das Sportboot, den großen Wohnanhänger, um in Urlaub zu reisen. Ich denke da gerade an unsere holländischen Freunde. Grüße gehen raus. Da wäre mir mehr Flexibilität wünschenswert, oder? Das wäre schön gewesen, ja. Und es zeigen ja auch andere Hersteller, dass sie da 2 Tonnen oder 2,5 Tonnen hinbekommen, ne? Also ja. NIO, bessert da doch bitte nochmal zukünftig nach. Außen haben wir euch alles gezeigt. Lasst uns nach innen kommen. Und da muss ich NIO mal ein Kompliment aussprechen nach der kurzen Kritik. Schau mal bitte, du tippst es an und die Tür kommt dir ein Stück entgegen. Und wenn du die Tür zumachst, hast du serienmäßig Softclose an Bord. Das sind ja alles so kleine Feinheiten, die man sich ja im Premium-Segment wünscht. Bei NIO ist das serienmäßig. In meinem EQS, glaube ich, soll es jetzt in der Modellpflege irgendwann mal kommen. Also da muss ich sagen, hat NIO schon sich überlegt, wie man Premium hier auch anwendet. Ja, lasst uns zum Innenraum kommen. Wir wollen erstmal schauen, haben wir Doppelverglasung? Hat er. Guck mal, 2 Scheiben mit einer Folie verbunden. Da wollen wir mit euch später mal herausfinden, wie da entsprechend dann auch die Innengeräuschwerte sind. Ja, Türverkleidung NIO EL6. Hier oben haben wir ein schönes weich gepolstertes Kunststoff, sieht auch recht wertig aus. Dann haben wir hier so ein Kunstleder mit einer schönen Naht. Wir haben hier nur die Fensterheberbetätigung, finde ich wichtig, dass man die immer schnell griffbereit hat. Und wir haben hier den elektrischen Türöffner, dann um die Tür im Prinzip schon leicht zu öffnen. Notentriegelung ist hier auch gegeben. Haben hier einen schönen Stoffbezug, lasse ich mir auch gefallen. Viel besser als harter Kunststoff. Hier unten ist zumindest mal eine Gummimatte drin, aber NIO, auch hier ist harter Kunststoff verbaut. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich von den Autoherstellern auch nicht mehr wegbekommen, oder? Ja, ich glaube auch nicht. Außer bei Lotus, die sind da ja so ein bisschen peppiger. Herzlich willkommen im Innenraum des NIO EL6 und auch da spricht die Designsprache von NIO, wie ich finde, eine klare Sprache, die wir ja auch bereits aus dem NIO ET5 schon ähnlich kennenlernen durften. Lasst uns chronologisch beginnen mit dem, wie ich finde, Head-Up-Display. Das ist jetzt auch nochmal zu den Vorgängermodellen, also den Varianten, die früher auf den Markt gekommen sind, verbessert worden. Dann auch in der Darstellung und in der Anzeigeoption, muss ich sagen, auf den ersten Metern macht das einen flüssigen und guten Eindruck und ist nicht so ein nerviges Head-Up-Display, was einen mit sämtlichen Dingen überfrachtet. Sehr schön gelungen ist hier auch das große Fahrerdisplay, wenngleich die Positionierung ich mir persönlich vielleicht etwas weiter unten gewünscht hätte, weil ich so immer mit der Lenkradverstellung so ein bisschen am Jonglieren bin, dass ich dann das Fahrerdisplay nicht verdecke. Lenkrad ist sehr, sehr schön gelungen und zwar zweifarbig. Wir haben hier ein helles Interieur, zeigen wir euch gleich auch nochmal von der Seite. Außen schwarz und innen in so einem hellgrau, sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben hier haptische Tasten, zum einen um die Assistenzsysteme zu steuern, zum anderen um Infotainment-Dinge zu steuern. Muss ich sagen, ist wirklich gut gelungen und macht einen äußerst wertigen Eindruck. Die elektrische Verstellung erfolgt genauso wie die Außenspiegel hier über das zentrale Display. Nomi ist mit an Bord, aber nicht Nomi Mate. Das kennt ihr ja aus dem NIO ET5, diese kleine, süße Person, die ich dann immer anzwickern, anlächelt. Ich vermisse sie so ein bisschen, Steffen, oder? Ja, man kann sich dran gewöhnen. Also Naomi macht das eigentlich immer wirklich richtig süß. Ja, zentrales Infotainment-Display, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Es hat ja so eine Rechtwinkligkeit, aber eher zum Vertikalen als zum Horizontalen. Viele von euch sagen ja, Mensch, ich hätte mir so ein großes horizontales Display gewünscht. Ich finde es eigentlich von der Größe ausreichend, oder? Ja, es passt auch perfekt so rein. Ne? Weil außer einer Ladepause, wann sitzt man da mal im Auto und guckt einen Film oder eine Serie? Ich glaube, um mal hier kurz eine schöne, einfache Elektrisch-Folge während des Ladevorgangs zu gucken, ist das Display von der Größe in meinen Augen völlig ausreichend. Auch der Prozessor hier hinter, der ist schön flüssig. Wir gehen hier auch mal jetzt die Menüstrukturen durch. Da muss ich sagen, das ist in jedem Falle mindestens mal auf Tesla-Niveau. Warum Tesla? Weil es für mich immer die Benchmark war, wie man halt sehr, sehr schnell unter Menüs hin und her schalten kann. Und da hat auch NIO hier einen super schnellen
Prozessor verbaut. Ja, was man noch wissen muss beim NIO sind die Lüftungsdüsen. Die sind hier oben hinter dieser Holzapplikation, wobei ich gar nicht weiß, ob das nicht ein Kunststoff ist, was so bedruckt ist. Müsste ich noch mal in der Beschreibung nachschauen. Sieht aber sehr, sehr hochwertig aus. Versteckt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das halt hier durch Wischen halt entsprechend zu verstellen. Finde ich halt mega kompliziert. Mir ist immer wichtig, dass ich indirekte Belüftung bekomme. Und da muss ich sagen, das ist ausgesprochen ausgezeichnet hier im NIO. Egal, ob man warme oder kalte Temperaturen hat. Man wird eigentlich nie direkt ins Gesicht gepustet, was ich überhaupt nicht mag. Und hat hier eine hervorragende Einstellmöglichkeit. Also das ist wirklich auch noch mal eine Stufe besser, als wir es im Tesla kennengelernt haben, oder? Yep. Fahrstufenregler sehr schön hier versteckt mit der Parktaste, haben hier eine Schnellwahltaste, um dann die einzelnen Fahrprogramme zu bekommen. Das Wichtigste ist ja für uns, ihr seid ja auch performant unterwegs, Sport Plus mit der 4,5 Sekunden Beschleunigung, Warnblinker, Zentralfahrregelungssteuerung. Wir haben hier eine schöne induktive Ladefläche, da hätte ich mir ja vielleicht auch eine doppelte gewünscht, weil Steffen möchte auch mal sein Telefon laden während der Fahrt. Ne? Mhm. Da hilft dann nur die Kabelverbindung, zwei Becherhalter. Aber alles hier auch in einem sehr weichen, hochwertigen Kunststoff. Dann auch in dem Farbton finde ich ganz cool. Und dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne, die man öffnen kann. Wo, glaube ich, dann auch nochmal Ladeanschlüsse drin waren, ne, Steffen? USB-C, USB. Aber die irgendwie hier in unserem Testwagen so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ne? Irgendwie ist hier, glaube ich, irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Ja, irgendwie werden wir später noch sehen, machen die Reifendrucksensoren so ein bisschen hier Problemchen, aber das sind ja alles Kleinigkeiten, die man lösen kann. Last but not least haben wir hier einen sehr, sehr schönen Mikrofaser-Dachhimmel. Nenne ihn ja liebevoll immer Alcantara, ne? Mhm, aber das heißt doch Alcantara. Ja, aber der ist ja, glaube ich, nicht von Alcantara, nee. Das ist wieder so ein geschützter Begriff. Ja, schlimm. Also wir nennen es jetzt einfach mal Mikrofaser, Velourhimmel, sehr, sehr schön, riesengroß zu öffnen, geht über die zweite Sitzreihe hinaus. Und dann schau mal bitte, Steffen, das ist ja genau dein Ding, hier so ein riesengroßes Panorama-Glasschiebedach, ne? Ja, perfekt zum oben ohne fahren hier, ne? Ja, gerade jetzt im Frühjahr, um mal so ein bisschen die Berliner Luft hier hereinzulassen, ideal, um mal so die 17, 18 Grad zu genießen und die ersten Sonnenstrahlen. Die Frage ist ja immer, wo packt der Olli sein hochmodernes Herrentäschchen hin? Und dafür hat NIO hier eine Fach geschaffen mit einer zweiten Ebene, wo, glaube ich, auch die riesengroße Damenhandtasche noch Platz findet, wo diverse Möglichkeiten sind, Dinge dann halt nochmal zu verstauen. Denn eins müssen wir wissen, der NIO EL6 hat auch kein Handschuhfach. Das ist schade. Da streiten sich ja auch so die Geister drüber. Braucht man ein Handschuhfach heutzutage noch mit großen Ablageflächen oder braucht man es nicht? Schreibt da gerne mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten haben wir hier schön so einen Kunstlederbezug auf den Armaturenträger. Oben ist Soundbar, Lüftungsdüsen, dann halt diese Applikation, die so holzartig aussieht. Auch wieder so ein Kunststoff, Kunstleder. Hier unten in der Zweifarbigkeit, was sich hier so rumzieht. Also wirklich sehr, sehr wertig gemacht. Auch die Sitze. Die haben einen ordentlichen Seitenhalt, keinen perfekten hier im Lendenbereich. Oberschenkelauflage ist auch für 489 PS ein bisschen zurückhaltend, ne? So kann man es positiv formulieren. Bisschen Schulterpölsterchen und dann halt hier eine schöne Komfortkopfstütze, die man entsprechend rein und rausfahren kann. Und dann kommt der Clou, es gibt diverse Komfortpakete. Ich glaube, das Einfache beginnt bei 1,5k Aufpreis, also relativ fair. Da habt ihr dann Sitzbelüftung, Sitzmassage und könnt für weitere 500 Euro mehr, also für 2k Aufpreis, das Ganze für vorne und hinten bekommen. Also habt auch im Fond Sitzbelüftung und Sitzmassage. Das ist schon edel, oder? Das ist schon nobel, ja. Und was ja mein absolutes Highlight ist, das zeige ich euch natürlich noch später, weil das wird Steffen begeistern, weil dann ist völlig klar, dass nicht ich fahre, sondern der liebe Steffen. Endlich kann ich mal in Ruhe mein Powernap machen, werde ich von irgendjemandem geweckt. Oh doch, du wirst geweckt. Steffen. Du, ich habe hier gerade mal hier diese
Schwerelosigkeit-Modus reingemacht. Also ich muss dir sagen, das ist ja mal richtig fett. Warte mal, ich mach mal die Tür auf. Hier kannst du, und deswegen hast du wahrscheinlich auch kein Handschuhfach, da ist nämlich noch eine Fußstütze, aber mal so richtig einen Chef machen, oder? Ja, das ist ja auch mal schön, ne? Kann man auch schön das Powernap beim Laden machen, denke ich mal. Ne? Ja, aber wie geil ist das denn? Du fährst mich jetzt hier schön gemütlich zum nächsten Videodreh und ich kann hier schön ratzen. Das ist doch einfach mal eine geile Geschichte, oder? Was sagst du denn dazu? Nein, aber natürlich. Was mich interessiert ist, ob du die 1000 Euro für diese schwerelos Sitzposition mit Fußstütze, Beinstütze und so weiter nehmen würde. Schreib da mal gerne in die Kommentare, ob das der neueste heiße Scheiß ist, so ein Relaxstuhl, oder ob ihr sagt, ach Mensch, braucht die ganze Welt nicht. Ja, wir wollen schauen, ob der Olli hier auf die Fondsitze des NIO EL6 passt und da kommen wir natürlich recht komfortabel hinein. Und hier hinten im Fond, muss ich sagen, sitze ich wirklich mega bequem, weil die Sitze einfach straff, weich, komfortabel, ich weiß, das widerspricht sich, aber es ist so, einfach gepolstert sind. Und auch die Anmutung hier, die ist einfach mega genial. Ihr habt auch nochmal die Möglichkeit, dann die Sitze hinten in der Neigung elektrisch zu verstellen. Aber irgendwie macht er das jetzt hier nicht. Obwohl ich irgendwas so. Doch, doch, du bist, ja, doch, er geht auch zurück. Geht zurück, ja? Ja. Also es ist halt minimal, so 2-3 Zentimeterchen. Dann haben wir hier eine schöne Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern. Was mir hier fehlt, ist vielleicht noch so ein kleiner Tablethalter. Wenngleich ich mir immer wünsche, wenn man irgendwie mit der Kopfstütze das runterklappen kann, einfach um die Mittelarmlehne zu verlängern, weil du siehst, ich bin hier schon eigentlich so in der gemütlichen Position an der Kante zum Becherhalter mit meinem Ellenbogen. Ne? Genau, wenn du verrutscht und hast einen Kaffeebecher drin, hast einen schnellen, nassen Ellbogen. Na, das mag jetzt an meinen 99,periode 9 Kilo sein oder einfach an meiner Statur, ne? Ja, aber ja. Nein. Ansonsten sitzt man hier echt bequem. Man hat hier Kinder-Isofix-Befestigung auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite, indem man hier den Klett hoch macht. Das ist, glaube ich, ganz okay gelöst. Wir haben hier hinten auch nochmal das Drei-Zonen-Display, wie ich es liebevoll nenne, um dann halt auch nochmal die Vier-Zonen-Klimaautomatik zu steuern und vielleicht dann halt auch noch Massagefunktionen, Sitzbelüftung und weitere Dinge, wenn man sie hier mit an Bord hat. Was ich ein bisschen schade finde, guck mal, Steffen, da ist nur ein USB-C-Anschluss, irgendwie gar keine zwei, ne? Ja, nicht, dass hier hinten noch der Streit losgeht. Naja, zur Not gibt es wahrscheinlich irgendwie so ein Y-Kabel für einen Doppelstecker. Ja, Adapter. Aber besser wäre es natürlich, wenn er es gleich doppelt hätte. Ja, hier hinten ist es ein schöner Kunststoff, der fühlt sich wertig an. Aber auch hier fehlt mir halt irgendwie so eine Tasche, dass man da halt nochmal eine Zeitung, ein Tablet reinpacken kann. Vielleicht sein Smartphone. Hier hinten weiß ich gar nicht, ob es das optional gibt, ich glaube aber nicht. So Rear Seat Entertainment, ne? Mhm, ja. Da wäre ja hier vielleicht so als Idee so eine kleine Halterung wenigstens cool von NIO, weißt du, wo du dann genau so ein Pad einfach anklipsen kann. Das muss ja gar kein Rear Seat Entertainment sein für Tausende von Euros vom Hersteller, sondern einfach so eine smarte Lösung, dass man halt hier für die Kids vielleicht ein Tablet ranklipsen kann und bestenfalls vielleicht noch eine Stromversorgung hat, dass die Damen und Herren der zweiten Sitzreihe halt auch bestmöglich entertained sind. Ja, eben der Ladeboden, ich habe hier ordentlich Platz. Es gibt hier eigentlich gar nicht viel zu meckern, oder? Nö, passt eigentlich alles, ne? Und vor allem die schöne Panoramadach, ne? Guck mal, kommt gleich blauer Himmel. Das ist natürlich auch immer sehr schön. Außen haben wir euch alles gezeigt, innen haben wir euch alles gezeigt. Ich habe jetzt richtig Bock, die 360 kW hier des Allradantriebes mal so richtig mit euch durchzustarten. Steffen, komm rein, wir starten mit dem Fahrbericht. Viele von euch stören sich ja bei einem großen Elektro-SUV immer am Wendekreis. Der NIO EL6, ich fahre ja mal um den Steffen rum, soll einen Wendekreis haben von gut 12 Metern. Soweit ich weiß, hat er keine Hinterachslenkung verbaut, Steffen, oder? Schaust du nochmal nach? Hat er nicht? Nee, hat er nicht, da bewegt sich nichts. Ja, 12,2 Meter ist jetzt kein Bestwert, weil Mercedes zum Beispiel im EQS-SUV 11 Meter auch hinkriegt, also einen ganzen Meter weniger. Umso wichtiger ist es dann, ein vernünftiges Einparksystem zu haben, respektive halt auch ein gutes 360-Grad-Kamerasystem. Und da hat NIO sehr, sehr viel Hirnschmalz in die Entwicklung seines Systems verursacht. Wir haben gute Hilfslinien, wir haben, wie ich finde, einen schönen großen Monitor, der auch sehr, sehr scharf und relativ in Echtzeit hier halt auch die Werte überträgt. Ihr habt die Möglichkeit, hier auch nochmal sehr, sehr schön die Felgen zu betrachten.
Das lasse ich mir ja gefallen, wenn man halt keine Einspielung von den Außenspiegeln manuell hat, sondern über ein Display, wenn man sich hier schön die Felgenkanten anzeigen lassen kann, oder? Ja, das ist prima. Bevor man da irgendwo an Bordstein ranratscht oder so, will man ja nicht. Also das hat NIO, finde ich, richtig, richtig klasse gelöst. Auch eine schöne Frontkamera, wenn man dann vorwärts fährt, um aus entsprechenden Parklisten herauszukommen. Hier seht ihr übrigens mal, wie gut diese Kamera- und LiDAR-Systeme hier funktionieren, weil er wirklich alle umliegenden Fahrzeuge erkennt, ne? Ja, sehr cool. Und mit Fußgänger macht er das ja auch. Also auch da, glaube ich, bin ich ja gespannt dann auf die Verbrauchsfahrt mit dem Ladecheck, wie das dann alles auf der Autobahn funktioniert. Also ich muss sagen, NIO-Assistenzsysteme, das war ja beim ET5 schon echt gut, ne? Könnte hier im EL6, weil er ja schon wieder eine Weiterentwicklung weiter ist, vielleicht sogar noch besser sein, oder? Also technisch, glaube ich, hat er eine ganze Menge drauf. Wir sind losgestartet auf den Testdrive hier mit dem NIO EL6. Die Kenner kennen und wissen, dass wir heute mal am Olympiastadion in Berlin gefilmt haben, ne Steffen? Ja, sehr gut. Wichtig ist ja auch, dass so ein Auto keine Geräusche macht auf Kopfsteinpflaster. Irgendwie unsere Mittelarmlehne, die scheint so ein paar Geräusche zu machen, die ist ja leider defekt. Aber ansonsten rollt er gut ab, oder? Macht er gut, ja. Auch schön komfortabel. Ja. Ist ein bisschen weichfühlend, finde ich, das Fahrwerk. So hier die Wellen nimmt er schon ein bisschen mit, ne? Wir sind ja schon einige Kilometer durch Berlin gefahren. Und schau mal, Steffen, da macht er echt einen guten Verbrauch, finde ich, hier mit 16,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Wagen hier gute 2,3 Tonnen wiegt mit dem kleinen Akku. Ich glaube, mit dem großen Akku geht es dann sogar über 2,4 Tonnen hinaus. Und da muss ich sagen, für so ein SUV, für so eine Wumpfbrumme, ne? Ja, so zum Mitschwimmen macht er echt gut, ne? Wenig Verbrauch. Hat auch eine schöne Rekuperation, die man in 3 Stufen dann entsprechend anpassen und regeln lassen kann. Was er vielleicht nicht hat, ist dieses reine One-Pedal-Drive, dass er also quasi bis zum Stillstand dann stehen bleibt. Aber muss ich sagen, ich benutze es immer weniger. Am Anfang fand ich das total hip. Weißt du noch, beim Tesla Model S Performance? Ja. Aber inzwischen, wenn er so ein bisschen kriecht, das nennt man ja, glaube ich, kriechen, diese Rollen, gerade wenn man viel Stop and Go fährt, so wie in Berlin, ist manchmal dieser Kriechmodus irgendwie praktischer, ne? Ja, bevor du jedes Mal wieder starten musst oder beziehungsweise neu Gas geben musst. Am besten ist natürlich, wenn man es sich auswählen kann, ne? Wir sind auf der Berliner Stadtautobahn angekommen und wollen mit euch mal so ein bisschen hier die Assistenzsysteme, zumindest im niedrigen Geschwindigkeitssegment, ausprobieren und haben mal den Piloten gestartet, hier bei 80 km/h. Das heißt, ihr seht sehr, sehr schön auch, dass der LKW nicht 80 fährt, sondern mehr als 80 km/h und uns hier vorbeizieht auf der mittleren Spur. Ja, da eiskalt. Auch nicht schlecht, oder? Ja, Termingeschäfte halt. Aber er hält sehr, sehr schön die Mitte der Fahrspur. Ihr habt ja auch nicht diese ständige Gebimmel und Gebämmel. Das Auto fährt also hier auch einen gewissen Bereich. Dann halt sehr, sehr schön teilautonom. Ich glaube sogar, man kann auch einen Spurwechselassistent bekommen. Ich weiß allerdings jetzt hier nicht aktuell, wie der funktioniert, Steffen, oder? Oder gibt es den gar nicht? Ich habe vorhin irgendwie beim durchschauenden Menü mal irgendwas gefunden, aber ich weiß nicht, ob man den aktivieren kann. Ich glaube, er müsste uns dann wahrscheinlich auch wieder eine freie Fläche zeigen. Die Systeme, die haben ja immer so Sondermerkmale, die man gar nicht so auf den ersten Blick erhascht. Ja, jetzt ist der Tempowechsel auf 100. Da zeigt er uns auch an, dass das möglich ist. Ihr müsst dann für schneller nach oben die Taste drücken, für langsamer nach unten. Das heißt, er hat nicht die prädiktive Regelung, die wir zum Beispiel von Audi, BMW, Mercedes und Porsche InnoDrive gewohnt sind, wo er dann automatisch die Geschwindigkeit anpasst, sondern hier halt manuell. Und da weiß ich von einigen Zuschauern, dass ihnen das sogar besser gefällt. Ja, wenn man immer noch bestätigen muss. Also, aber lieber prädiktiv halt, ne? Also da würde ich ja auch gerne mal euer Feedback haben wollen. Schreibt da bitte gerne mal in die Kommentare. Wollt ihr lieber, dass das Auto die Geschwindigkeit anpasst? Oder soll der Fahrer das dann manuell übernehmen, weil ihr ja immer gerne mal so ein bisschen schneller fahrt? Den aktiven Fahrspurwechsel haben wir gefunden. Den konnte man erst jetzt hier auf der Autobahn sozusagen aktivieren. Und wir führen das gerade mal aus. Also es geht auch sehr, sehr schön smooth. Ich habe es jetzt mal nach rechts gemacht. Jetzt lassen wir ihn auch noch mal nach links den Fahrspurwechsel machen. Den hat er jetzt abgebrochen. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich vielleicht, weil ich die Hände vom Lenkrad genommen habe. Nee, wollte er jetzt nicht. Das heißt, er muss im Prinzip wirklich dann halt auch scheinbar entsprechenden Abstand
hier genießen. Jetzt nach rechts scheint er ihn aber wieder zu machen. Guck mal. Hm. Und bremst auch schön, ne? Aber warum will er den denn nicht nach links? Was ist denn hier los, Nio? Na, jetzt aber, oder? Na komm, Nio. Na siehste. Geht doch. Na wunderbar, oder? Perfekt. Sehr schön. Wir wollen mit euch die Innengeräusche mal messen hier bei 50 km/h. 61, 62 Dezibel, wenngleich hier der Fahrbahnbelag ziemlich rau ist und auch ein paar Unebenheiten hat, macht er das ordentlich. Ist aber ein bisschen lauter als der Nio ET5 auf glatten Untergrund. Wir fahren jetzt 70 km/h. Ja, so 62 bis 64 Dezibel, das macht er wiederum ganz gut jetzt bei höherer Geschwindigkeit. Das hält er dann, ja. Und zur Vollständigkeit wollen wir auch 100 km/h machen. Dezibel, das ist aber auch ein guter Wert, ne? Das ist sehr gut für 100. Das heißt, bei höheren Geschwindigkeiten zahlt sich wahrscheinlich dann auch die Doppelverglasung stärker aus, oder? Ja. Oh, Sport Plus. Ja, wir wollen die Beschleunigung messen. Ich gebe mal Vollgas und er soll ja in 4,5 Sekunden auf 100 beschleunigen. Da marschiert er auch richtig schön los. Da bin ich ja mal mega gespannt, was hier für ein Wert gleich herauskommt. Der Draghi hat seine Werte gemessen und zwar von 0 auf 50, 2,08 Sekunden. Das ist mal ein schöner Ampelstart, oder? Ja. 0 auf 60, 2,76 und 0 auf 100, 6,12 Sekunden. Oh, aber bei 4,5 angegeben ist das ein bisschen enttäuschend. Bin jetzt aber auch überrascht. Und damit lasst uns auch zum Fazit des ersten Videos kommen mit dem Nio EL6. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich finde das Design von außen sehr futuristisch. Ich finde das Design von innen sehr durchdacht. Alles hier in diesem Auto funktioniert wirklich ausgezeichnet. Das muss man wirklich sagen. Und man muss vielleicht das ein oder andere, wie zum Beispiel so ein Spurwechselassistent, sich dann halt auch über die Dauer der Zeit so ein bisschen aneignen. 360 kW Allradantrieb, das muss ich sagen, das hat Power. Ne? Selbst im Komfortmodus geht er da gut nach vorne, aber nicht übertrieben. Wenn man dann in Sport Plus schaltet, dann zeigt er seine wahren Gene und schießt dann halt auch richtig nach vorne, wenngleich er jetzt vielleicht nicht gerade die Werksangabe gerissen hat. Aber da muss man halt auch ein bisschen fair bleiben. Wir haben jetzt vielleicht nicht die perfekte Straßenbedingung, perfekte Reifentemperatur etc. pp. Gehabt und wir haben einen Akku, der steht bei 44%. Kann natürlich sein, dass er dadurch auch so ein bisschen die Power schon reduziert. Ja, in Summe, glaube ich, startet ab 53.000 Euro ein interessantes Premium-SUV mit Softclose, mit diversen Features, Matrix-LED-Scheinwerfern, einem riesengroßen Panorama-Garage-Schiebedach, großer Kofferraum, 579 Liter, viel Platz im Innenraum. Und vielleicht mal ein Auto, was angenehm anders ist als sozusagen der Einheitsbrei, den so die europäischen Hersteller bieten. Nio bietet hier interessante Leasing-Finanzierungskonditionen und insbesondere vielleicht auch für manche ein interessantes Abo-Modell an, wo dann sämtliche Kosten auch schon drin enthalten sind. Da kann ich euch nur empfehlen, macht mal selber eure Erfahrung mit dem Nio EL6 und bucht mal eine Probefahrt, testet ihn mal auf Herz und Nieren. Was ich euch auch empfehlen kann, ist natürlich der zweite Teil, den wir machen dann mit der Verbrauchsfahrt und dem Ladecheck, um dieses Bild rund um den Nio EL6 weiter abzurunden. Und damit sind wir auch am Ende des ersten Teils angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut bitte gerne nochmal nach, ob ihr Teil der Einfahr Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Und dann verpasst ihr ja definitiv auch nicht den zweiten Teil mit der Verbrauchsfahrt und dem Ladecheck. Insbesondere dann, wenn ihr das Glöckchen geläutet habt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sage Servus und bis bald, euer Olli. Du, Steffen? Na? Also Matrix-LEDs finde ich heutzutage schon beinahe Standard, so im Premium-Segment, oder? Ja, ist doch schon super. Das sind auch die besten, ne? Gut, dass der Nio EL6 die hat.